immer so den ganzen Tag hier bei Ihnen in der Wohnung? Ja. Immer frei, ne? Wenn ich einkaufen gehe, dann sage ich so, Bibo, heia gehen, Inge muss einkaufen. Na klar, ja, ja, sicher. Vielleicht kann man es ja auch mal ausprobieren. Soll ich nochmal klingeln? Vielleicht sagen sie den füttern. Genau. Ja, ne? Vielleicht, wenn er das sieht. Komm. Na, komm mal her. Der rein. Hallo. 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 Wo ist der Bibo? Na, komm mal her. Na, komm. Na, komm. Komm mal her. Na, komm. Komm. Ja. Was will denn der Bibo? Vielleicht auch noch mal mit der anderen Hand ein bisschen kraulen. Und wie gibt Bibo Küsschen? Wie gibt Bibo Küsschen? Na, kann sie doch. Nein. Na komm, hopp. So, und jetzt? Genau, lass dich nochmal so mit ihm reden, wie eben. Ja, ja, was denn? Hallo? Wie gibt Bibo Küsschen? Wie gibt Bibo... Brauchst doch keine Angst zu haben. Na, was denn? Ja. Noch ein Wachhund? Nein, der Bibo ist für mich mehr als ein Wachhund. Der passt auf und lässt sich auch nicht stehlen, im Gegensatz zum Wachhund. Den kann man, das hat man ja schon mehrmals gehört, ne? Aber der Bibo ist wirklich, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ne? Komm mal her. Komm. Können Sie ihn bezeichnen? Nein, das ist für mich kein kleiner Held, es ist ein großer Held. Ja. Was wäre denn Sie? Ja, ich vermute, dass derjenige noch hier ins Wohnzimmer gegangen wäre und vielleicht wäre noch ein zweiter Mann hinterhergekommen. Weiß man's? Denn einer ist nie alleine. Fühlen Sie sich so? Mit Bibo fühle ich mich sicher. Der passt besser auf als ein Wachhund und einsam. Bin ich auch nicht und fühle mich auch nicht einsam. Und dann können Sie reinkommen, bitteschön. So. Komm, ja. So, siehst du. So. Komm. Jetzt. Dann nehmen Sie es bitte einmal weg. Komm, gibt was Feines. Na komm, du den Löffel wegschiebe. Ja, jetzt. Das schmeckt doch. Das ist fein. Das ist fein. Na, komm. Na, komm. Bitte. So, Bibo. Guck mal, fein. Komm. Komm, fein. Na, mach's mal. Okay, dann können Sie loslegen. So, komm, Bibo, komm, komm. Am Montag? Also am Montag um 13.30 Uhr läutet's und ein Bekannter, der regelmäßig so in der Mittagszeit vorbeikommt, guckt nach dem Rechte, ob alles in Ordnung ist. Und da dachte ich, der junge Mann ist es. Geh an die Haustür, hab sie gar nicht groß aufgemacht. In dem Moment hat er sie
direkt aufgestoßen. Und da habe ich gesagt, was wollen Sie? Und da sagt er im gebrochenen Deutsch, Lampen zählen. Und dann sagt er, hat ein Schulheft in der Hand gehabt, Kugelschreiber. Und da habe ich gesagt, wer schickt sie? Gleich, war die Antwort. Inzwischen geht er die vier Stufen hoch. Und bevor ich das alles gecheckt habe, war er schon in der Wohnung. Und ich habe an dem Tag Fenster geputzt, Gardinen gewaschen, hat alle Türen auf. Und als erstes hat er ins Bad geguckt. Als zweites ist er drei Schritte ins Schlafzimmer. Und da fragte ich, haben Sie einen Ausweis? Gleich. Dann guckt er in die Küche. Und bevor er hier ins Wohnzimmer kam, hat mein Bibo zweimal Hallo, Hallo. Und da, ehe ich mich verguckt habe, er hat sich rumgedreht, weg war er. Was haben Sie im ersten Türstand? Ich hatte Angst, mein Herz hat gekloppt und da habe ich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. So aufgeregt war ich. Denn ich war ja allein im Haus. Und wenn dann noch ein Fremder, also man hört ja heutzutage so viel. Eine Frau 10.000 Euro bezahlt, aber... Ich war mir sicher, mich legt keiner rein. Aber Sie sehen, wie schnell sowas geht. Aber jetzt bin ich geheilt. Jetzt legt mich wirklich keiner mehr rein. Jetzt... Nee, habe ich wieder was gelernt. Sie haben Peter in die Flucht geschlagen. Ja, durch sein Hallo, Hallo. Der Täter dachte, es ist noch eine weitere Person hier. Und es war eine männliche Stimme, die mein Bibo gesagt hat, ne? Und das war gut so. Haben Sie denn keine Angst mehr haben, oder? Nein, nein, also der Bibo durch seine verschiedene Stimme, da meint man immer, es ist noch eine weitere Person hier. Und jetzt für den Fall? Also ich fühle mich schon sicher, weil ich das ja auch vom Bibo gar nicht erwartet habe. Wie geht's Ihnen jetzt? Nein, ich habe mit meinen Bekannten ein Klingelzeichen ausgemacht. Und wenn es wieder jemand klingelt, dann mache ich keine Tür auf. Ich gucke im Fenster raus. Also ein zweites Mal passiert mir sowas nicht mehr. Was bedeutet doch schon was ganz Nein, Besonderes, oder? Der bedeutet mir alles. Der bedeutet mir wirklich alles. Schön. Was ist das jetzt? Ist ganz jetzt höflich. Fängt der an. Geh rein und bitte. Und rein. Danke, kommst du nochmal raus? Und einfach immer rein. Geht's. Ja, so war.